Logisches! Hey ho! Hi! Herzlich willkommen zu einer besonderen, einer einzigartigen Bling-Bling-Folge. Denn, Gott, ich weiß gar nicht, wie viel der hier wert ist. Willkommen zu einer epischen Folge Hide and Seek im teuersten Minecraft-Fidget-Spinner der Welt. Es dürfte, glaube ich, der zweite Fidget-Spinner in Minecraft sein. Yay! Woo! Und zwar spielen wir heute eine neue Folge Hide and Seek. Und das kann ich natürlich nicht alleine. Deswegen habe ich meinen reizenden Kopper dabei. Hallöchen. Meine süße Grazie von Michelle. Hey. Meine süße Lose Hetti. Hallo. Und meine Muskelplotze. Den einzig Wahlen. Deine. Hi. Und zusammen werden wir heute im neuen Modpack in diesem Fidget Spinner eine schöne, gediegene Runde Hide and Seek spielen. Und bevor wir jetzt hier loslegen, ihr wisst, was zu tun ist, wenn ihr bald nochmal eine Hide and Seek Folge wollt. Seid einen fetten, logischen Daumen nach oben durch. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los. Wer möchte anfangen? Nicht alle mit einmal, Jungs, hier! Hetti, ich fordere dich heraus zu einer Partie Stein, Schere, Papier auf Leben und Tod. 3, 2, 1, go! Hetti! Ist das dein scheiß Ernst? Bereit? 3, 2, 1, go! Verdammt, Hetti! Du hast mein Mind überlistet! Hetti, das ist zu viel für mich! Gott, nein, das Bling ist doch drin! Regie, können wir das rausschneiden? Wie? Das kann man nicht entfernen! Es geht los! Go! Wen findest du zuerst? Ich glaube, ich finde Copper als erstes. Was? Oh. Warum? Ja, ich hab so ein. Ich hab's im Urin. Oh. Weil ich gelb bin. Oh, ist das so eine Art Ausgrenzung? Weil ich gelb bin. Oh, Manno. Hast du eigentlich den Livestream angeguckt, um die ganzen Verstecke zu checken? In doppelter Geschwindigkeit. Ja. Ist das dein Ernst? Ich habe keinen Plan, was Lennart gebaut hat. Wisst ihr, was mir auffällt? Dass ich wunderschön bin? Danke, Hetti. Nein, ich habe alle Balken und ihr alle habt nur einen. Nein, bei mir haben alle volle Balken. Ich habe auch volle Balken. Bei mir haben alle nur einen Balken, außer ich. Hetti, vielleicht solltest du mal gucken, dass vielleicht nicht wir die Opfer sind, sondern du das Opfer bist. Wow, wer hat die Spikes hier hingebaut? Ich war das nicht. Oh, das ist ja gemeingefährlich. Ihr seid hier irgendwo. Hier geht es irgendwo rein, oder? Ihr seht mich. Wollt ihr mich verarschen? Wo geht es hier rein? Ihr steht hier irgendwo in den Wänden. Nein. Doch, natürlich. Ihr steht hier irgendwo in der Wand drin. Nein. Doch, na klar. Lügt mich nicht an. Gott, verdammt nochmal. Ihr seid hier irgendwo. Das ist mies, okay? Um das jetzt mal auf den Punkt zu bringen. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ich stoße mir die ganze Zeit den Schädel. Macht Spaß? Ihr lacht doch bloß, oder? Ihr seid gar nicht da. Also, wir können dich schon sehen, aber du brauchst nicht gegen Wände zu laufen. Dankeschön. Warte, steht ihr vielleicht oben auf dem Fidget Spinner? Ich überlege gerade, wo hier noch Verstecke waren. Weil Copper kennt ja eigentlich nur mein Abteil. Oh. Das heißt, er hat sich hier irgendwo versteckt. Ich glaube, die Lokomotive fährt Richtung Hall of Shame. Nein, 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 nein. Doch, doch, ich höre sie. And the train goes. Mann, ich muss doch jetzt irgendjemanden hier finden. Ich war doch noch nie so schlecht. Oh, doch. Ihr steht hier irgendwo. Irgendwo hier seid ihr. Ich bin paranoid, ich drehe mich die ganze Zeit um. Es hat schon Vorteile, wenn man gestört ist. Ich bin auch voll zurechnungsfähig, okay? Gott verdammt, Mann! Wo treibt ihr euch rum? Prank Wars. Gott, wo treibt ihr euch denn rum? Der Timer geht bis ins Endliche. Du weißt hundertprozentig nicht den Code. Das ist nämlich der Geheimcode, okay? Geheim. Das ist der absolute. Der ist geheim, okay? Das ist für absolute Notfälle. Irgendjemand ist auf der Spitze von dem Baum. Der Baum ist gar nicht geplant, dass man da überhaupt hoch kann. Gott verdammt, da war jemand! Ich hab jemanden gesehen! Gotcha, bitch! Wie kommt man auf diesen Baum hoch? Der ist doch komplett out of map! Jetzt mal no joke. Ich glaube, Copper ist der Einzige, der sich immer in der Map versteckt. Wollt ihr mich verarschen? Michelle! Du warst doch gerade noch hier. Wir mussten gerade restarten, weil das Plugin Bug hat. Jetzt bist du weggerannt! Mann! Oh mein Gott. Mindestens Hetti kann ich peitschen. So, jetzt muss Hetti mit zu. Oh!
Tschüss, Hetty. Jetzt war Hetty die Erste, die ich getippt habe. Mann, ich wollte Copper als Erstes finden. Und Michelle, wo hast du dich jetzt versteckt? Ich bin gebildet. Ich habe eine Brille auf. Okay, Hetty jetzt anstrengen. Michelle versteckt sich hier irgendwo. Das bedeutet... Hetty, nein. Du weißt, wo sie ist, oder? Nein, weiß sie nicht. Okay, Oh Gott, ja! Boom! Oh, ich hab einen Block abgebaut. Hä? Schön, gut gemacht. Das sieht so krank aus. Und wo hast du das Monokel her? Das hast du doch safe geklaut. Ja, Michelle, vielleicht mal drauf achten, wo du hinläufst. Copper versteckt sich irgendwo hier in diesem Raum. Hier war eigentlich noch... Oh! Gott, ich habe mich ja erschreckt, Alter. Das Versteck hatte ich komplett vergessen. Alter, ich musste den ganzen Boden abklickern, bis ich das gefunden habe. Junge, dieses Modpack ist so OP. Junge, der ist krank. Okay, Stylex ist also der Letzte. Gut, dass ich meine Ankündigung auf Stylex gelegt habe. Das wäre jetzt peinlich geworden. Stylex, komm, du bist Letzter. Gib mal einen Tipp. Ach Gott, wie Michelle schon wieder lacht. Michelle? Ja? Wo bist du? Oh, euer Ernst. Oh. Was? Was denn, Hetty? Nee. Hetty, du bist Mitzieger! Ach so. Ach Gott, nein. Oder ist das da unten euer... Das kann man sehen. Deswegen bin ich da reingegangen. Wie komme ich denn da ran? Weißt du, was mich jetzt am meisten freut an der ganzen Sache? Hetty. Oh, ja, komm, mach schlecht Start. Ist okay. Yay! Oh Gott, dieses penetrante Geräusch. Ich liebe das Bingen. Es erfüllt mich mit so viel Liebe. Schon meine Mutti hat immer gebingt. Meine Mutter ist eine riesige... Klingel. Ich habe gerade überlegt, was könnte meine Mutter sein, wenn sie die ganze Zeit dingt? Oh, oh Gott, es geht ja gleich los. Oh, ich bin auch völlig den anderen Takt gewöhnt. Okay, Hetty, wen findest du als Erstes? Dich. Gotcha, Bitch. Oh. Ist es dein Ernst? Da muss ich nächste Runde wieder suchen. Ja. Hetty, wir können doch drüber reden. Hetty, bitte. Tipp erst jemand anders. Ich will nicht nochmal suchen, bitte. Ich kann es mir nochmal überlegen. Naja, du musst ja jetzt auch erstmal jemanden finden. Ne? Das kann ja jetzt erstmal dauern. Nein, das kann ja jetzt doch erstmal dauern. Gottverdammt, Hetty, du hast mich nicht getippt. Ich bin weggelaufen. Oh nein! Oh mein Gott, ich hab mich neu versteckt. Stylex, ich hab dich noch nie so camouflaged gesehen. Wie hast du das hingekriegt? Ich hab keine Ahnung. Kann man hier nicht noch irgendwo rein? Ich hab dich gerade gesehen. Wie soll ich sagen? Wie soll ich es in Worte bringen? Ich hab dich gesehen. Vielleicht bin ich ja auch blind. Oder kann ich lesen? Yeah. Komm mal so aus der letzten Ecke. Hey, Jungs! Ich bin auch hier! Oh Gott! Du bist wie ein Sonnenschein über den Sandstrand, der aufgeht. Ja, Hetty, 400 Grad weiter nördlich, 600 Grad südlich, da treiben wir uns gerade rum. Oh mein Gott, ich stand draußen! Wie hast du mich hier gesehen? Nein. Guck dir mal Stylex an, das beste Versteck überhaupt. Komm mal hier rein. Guck mal hier, die letzte Ecke, da liegt er. Ja. Ich hab ihn doch schon getippt, Hetty. Ach so, oh. Okay, das bedeutet, Copper und Michelle sind noch versteckt. Michelle ist safe in ihrem Raum. Hey, ihr seid alle verschwunden. Hä? Nein, das kann nicht wahr sein. Hä, wo denn? Okay, meine Kamera ist gerade wieder vollgelaufen. Sorry, jetzt hat man nicht gesehen, dass Copper in der Raum der... In der Raum. Oh. Oh. Gotcha, Bitch. Copper war im Raum der Verwirrung. Michelle ist die Letzte. Michelle hat gewonnen. Ey, das ist total unverdient. Michelle, dann gib doch mindestens mal einen kleinen Tipp. Wum, wum. Ich muss auch klingeln. Oh. Ja, klingeln natürlich. Alarm. Copper sitzt da unten in diesem Loch. Hallo? Kann mich jemand hören? Hilfe. Ach so, du bist hier oben? Ja, natürlich. Ich dachte, du bist da unten und bimmelst. Nein. Ich war's, hi. Gott, Stylex, du bist wunderschön. Vor allem diese Latzhose. Habe ich dich geschmeichelt, du Tiger. Sie ist in dem Block drin, weil sie nur ein halber Körper ist. Wer hat jetzt gerade Start gedrückt? Okay, wir müssen 30 Sekunden warten.
Und dann resetten wir nochmal? Okay, Stylix, wen findest du als erstes? Logo. Ist es dein Ernst, nur weil ich eine Brille trage? Carollo, bitte. Ich dachte, super Ricci. Aber es ist nur ein Flugzeug. Stylix, vielleicht stehe ich ja oben auf dem Baum. Oh, shit. Oh, ich war nicht erster. Woo! Yes! Irgendwo Papa. Warst du hier. Ja, aber mein Versteck ist mystisch. Nein, es ist nicht mystisch, aber es ist gut, okay? Also dachte ich mir, ich transportiere die tiefere Nachricht, dass die Natur auch ein Schatz ist. Irgendwo muss man hier. Ich bin ziemlich sicher, dass du. Geh weg. Nein! Nein! Das ist cool gemacht, oder? Stylix, seit wann hast du eigentlich diese Modifikation zu deinem Skin hinzugefügt? Du siehst jetzt irgendwie besser aus. Warst du beim Friseur? Ja, ich war tatsächlich beim Friseur. Boah, sieht man direkt. Ich war letztens beim Optiker, der meinte, ich bin blind. Auf beiden Ohren bin ich komplett blind. Das ist ein absolutes Desaster. Er meinte, da kann ich mal mehr der Arzt was machen. Hat er mir eine Brille verschrieben. Seitdem höre ich wieder besser. Stylix, du bist jetzt auch Sucher. Hi. Na? Ne? Hätte ich? Aber hätte ich schon so ein ganz, ganz negativer Unterton, so. Ah, ja, nee, jetzt eigentlich nicht. Oh Gott. Du klingst wie so eine sterbende Robbe. I never hit so hard in love. Ich hab schon immer gesagt. Deine Mutti ist totaler Abriss. Oh! Hier, das war's mit der Folge Hide and Seek im überteuerten Fidget Spinner. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr heute mehr davon wollt, wisst ihr, was zu tun ist. Seid den fetten logischen Daumen nach oben durch und... Wenn ihr kein Marke-Video mehr wie das hier verpassen wollt, dann stellt einfach mal den Abo-Button durch. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen Abend zu einem neuen logischen Video wieder. Bis dann, bleibt ihr logisch. Haut rein. Und logisches Cheerio. Ciao.